Die Rosi und ich sind heute wieder am Start und haben nämlich noch ein Unboxing für euch, wie ihr sehen könnt. Undeutlich zu erkennen. Oder, ja, egal. Und zwar habe ich ja im letzten Unboxing von Oder nicht oder doch ein Paket ausgepackt. Das haben ja vielleicht einige von euch gesehen. Und hatte da auch schon Stempel dabei und Postkarten, um meinen Paperplanks-Planer zu gestalten. Und unter anderem besitze ich da auch schon etwas Washi-Tape, aber das war mir noch nicht genug. Deswegen habe ich noch welches bestellt und das befindet sich da drin. Ihr seht schon, Rosi ist komplett motiviert. Es riecht nämlich nicht nach Futter. So, genau, das habe ich über Davanda bestellt bei dem Shop Bespoke Design, glaube ich. Ich kann euch das auch nochmal verlinken und wir packen es jetzt zusammen aus. Ich habe es eben von der Post abgeholt. Es ist ja schon ein bisschen aufgegangen. Ich hoffe, dass da nichts fehlt. Und wir packen jetzt den Rest zusammen aus. Tada! Da ist es! So viel bestellt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich so viel bestellt habe. Fangen wir mal an mit dem ersten Säckchen. Und zwar ist hier dabei das hier. Da sind so Tiere drauf, so Babytiere. Ich kann auch mal gucken. Sehr, sehr süß, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt ist, wie viele verschiedene Motive das sind. Das gefällt mir schon mal echt gut. Das ist Nummer 2. Es ist nicht so schön auf meiner Handfläche, aber anders hat es jetzt leider nicht scharf gestellt. Das sind so Vögelchen und alles. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So ist vielleicht bitte. Ah, guckt, so sieht man es ganz gut. Das ist also das zweite. Dann waren einige Washi-Tapes von Weihnachtsmotiven runtergesetzt. Das habe ich mir mal das mitgenommen, weil ich das sehr zeitlos, also zeitlos, das ist sehr passend zu allem, würde ich sagen. Zeitlos ist es nicht, weil es ist ein Weihnachtsmotiv. Ding, ding, ding. Das finde ich auch sehr schick. Das ist noch von Weihnachten. Es ging jetzt leider nicht anders scharf zu stellen als so, weil das so hell ist. Auch das war, ihr seht, das sind so Schneeflocken in Silber. Auch das war noch weihnachtlich. Dann ich als absoluter Punkte- und Lila-Fan habe natürlich auch noch so ein Washi-Tape mitgenommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das war das erste Beutelchen. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten. Im zweiten Beutelchen befindet sich unter anderem dieses hier. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit Paris. Genau. Finde ich auch sehr passend zu viel. Ne? Auch wenn ich selber noch nicht in Paris war. Dann dieses hier. Mit so Sternchen. Mal etwas farbiger. Dann fand ich das hier ganz cool. Das habe ich auch irgendwie so eine Tafel, die vollgeschrieben ist. Also Tafelfarbe mit Schrift. Das finde ich cool. Das hier ist sogar noch eingepackt. Das ist so rosa mit Rauten, würde ich jetzt sagen. Dann dieses hier. Da steht drauf The Wheels of Change und ist so Schriftzug und jetzt wird es unscharf. Aber ihr habt es ja gesehen am Anfang. Dann dieses hier. Das ist mit so Häschen. Ich dachte, Ostern kommt dieses Jahr ja auch noch und das ist so süß. Dann dieses mit den Sternen in Marineblau, würde ich jetzt sagen, auf Weiß oder so hellgelb, auch sehr schön. Dann lag hier eins draußen, ist aus so einem Beutelchen rausgefallen. Das ist dieses hier mit diesen Fähnchen. Das finde ich auch ganz süß. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Beutel. Da ist dann unter anderem nochmal dieses dabei. Das ist so orange-blau-mint mit so Kreisförmchen. Das finde ich schön. Dann für den kommenden Valentinstag. Herzen.
Herzchen, Herzchen, Herzchen. Wenn wir bei Herzchen sind, geht es gleich weiter. Das ist hier nochmal so, da sind auch Vögelchen drin und da steht Love. Das ist auch sehr schön. Das finde ich auch sehr passend zum Paris Washi Tape. Dann nochmal was in der Art und Weise. Monarch Butterfly steht da. Das sind so Schmetterlingchen. Das fand ich auch sehr schön. Ich bin so der Typ von dieser Machart. Also wenn das so ein bisschen transparent und auf alt gemacht, das finde ich toll. Dann diese Pfeile. Einmal hier kann man die in Silber und in Gold hat man die da dran. Das finde ich auch gut. Dann der lila Fimmel again. Diesmal aber in so einem Karo-Muster. Auch sehr schön. Und als letztes so ein 5er-Pack schmale. Also das sind alles einzelne. In Pink, Blau, Grün, Lila und Gelb. Finde ich auch sehr schön. Also vor allem für den Preis unschlagbar. Ja, das sind also die ganzen Washi-Tapes, die ich bestellt habe. Nennt mich verrückt. Rosi denkt es, glaube ich, auch gerade. Aber jetzt haben wir was auf Lager. Ich habe ja auch selbst schon vorher welche. Und wenn ihr wollt, ich mache gerne so ein Video, wo ich euch mal zeige, was ich jetzt alles habe für meinen Kalender und wie es in meinem Kalender aussieht. Und dann nehme ich das mal als nächstes in Angriff. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Unboxing wieder dabei. Und bis dahin, macht es schick. Bis bald.